Ja, hallo. Also, wie schon gesagt, ich bin der Steffen. Ich habe in Darmstadt Mathematik studiert, kam dann an die LMU zum Promovieren, war dann zwischendurch mal 5 Jahre weg in St. Andrews in Schottland, wo ich geforscht habe. Und ich wollte euch ein bisschen über mein Forschungsgebiet erzählen, so einen Einblick geben, was ich so den ganzen Tag mache. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, okay, ein Mathematiker steht jetzt hier und erzählt euch was über Informatik. Also aus meiner Sicht, das möchte ich gleich sagen, ist die Informatik einfach ein Teilgebiet der Mathematik. Ja? Wir haben immer wieder Studenten, gerade so im ersten Semester, die sagen, oh, Mathe-Vorlesung und Mathe-lastig, ich habe keinen Bock auf Mathe. Weiß nicht, ob man dann mit Informatik so gut beraten ist. Allerdings möchte ich auch dazu sagen, Mathe, wie man sie in der Schule kennt, hat nicht unbedingt, oder zumindest zu meiner Zeit damals, ich habe gehört, das hat sich gebessert, nicht wirklich viel mit der Mathematik zu tun, wie man sie an der Uni dann kennenlernt. Was Mathematik ist, da kann man viel drüber philosophieren und sich streiten. Für mich bedeutet Mathematik einfach, ich gebe mir was vor, eine einfache Struktur. Also ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, und schaue, was ich in dieser Welt alles entdecken kann. Also ich habe ein paar grundlegende Gesetzmäßigkeiten und schaue, welche Gesetzmäßigkeiten folgern daraus. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine Riesenbox voller Lego, ich beschränke mich jetzt auf 3 Lego-Bausteintypen, von denen nehme ich mir so und so viele, und dann möchte ich wissen, was kann ich denn mit diesen eingeschränkten Bausteinen machen? Und im gewissen Sinne ist es in der Informatik ja ähnlich. Ich habe eine Programmiersprache, über der weiß ich alles. Ich weiß genau, was die Konstrukte machen. Ich weiß, welche Konstrukte es gibt. Ich kann das alles nachschlagen. Ich weiß eigentlich über mein System alles, was es zu wissen gibt, und versuche trotzdem noch mehr herauszufinden. Ja? Das ist anders, wenn man jetzt Biologen oder Chemiker oder so, die haben eine Idee, wie die Welt funktionieren könnte. Die schreiben sich auf, was sie denken von der Welt, aber ob die Welt wirklich so funktioniert, wissen Sie nicht, die ist komplizierter. Als Mathematiker oder Informatiker hat man es da einfacher, man weiß genau, was los ist. Ja? Und guckt halt, was man darin entdecken kann. Ja, wie ich sagte, zu meiner Zeit war die Mathematik noch sehr rechenlastig. Ich habe gehört, es hat sich mittlerweile geändert. Es wird nicht mehr so auf Rechnen getrimmt, sondern auch ein bisschen auf Logik, abstraktes Denken und Problemlösen. Aber trotzdem, man kommt halt nicht um seine Natur herum. Habe ich hier erstmal ein paar Rechenaufgaben zum Aufwärmen für euch. 2 plus 3, da wird es schon schwierig, weil für einen Mathematiker, der zählt eigentlich 1, 2, viele. Also schaffe ich es gerade noch so, kommt eine 5 raus. Man kann aber nicht nur mit Zahlen rechnen, sondern gerade in der Informatik rechnen wir eben auch mit Wahrheitswerten. Also wahr oder falsch, mathematisch schreibt man für das oder so einen Haken nach unten. Na, was kommt raus? Klar, wahr kommt raus. Wahrheitswerte werden wiederum erzeugt durch Vergleiche zum Beispiel. Hier vergleiche ich die 0 mit der 1. Was kriege ich raus? Falsch, das ist das Zeichen für und. Und hier habe ich noch sogar eine Rechnung drin, muss ich 4 plus 5 ausrechnen, gibt 9, ja doch, gleich 9. Und habe ich also wahr, falsch und wahr gibt natürlich falsch. Ich kann auch mit Zeichenketten rechnen, indem ich zwei Zeichenketten aneinander hänge, kriege ich da so einen Wert raus. Und ich kann natürlich auch irgendwelche großen Zahlen ausrechnen. Also da bin ich schon wieder völlig verloren, was da rauskommt. Aber ich kann dennoch was darüber sagen. Was kann ich, auch wenn ich keinen Taschenrechner habe oder Computer habe, was kann ich darüber sagen über diese Rechnung? Jemand eine Idee? Was weiß ich? Ja? Okay, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe es gar nicht so kompliziert gemeint. Ich habe auch jetzt gehört, dass viele von euch schon Programmiererfahrung haben. Ja? Es ist eine ganze Zahl. Das ist mir das Wichtige an der Stelle gewesen. Ja, also hat mir ja oben eine Zahl durch 3 teilbar, beinhaltet ja schon, dass es eine Zahl ist. Ich weiß jedenfalls schon, dass es eine Zahl ist. Und genauso kann ich das für die anderen Rechnungen machen. Ich weiß, da oben kommt eine ganze Zahl raus, hier kommt ein Wahrheitswert raus, hier auch, hier kommt eine Zeichenkette raus.
Wenn ich hier so eine Rechnung habe, da weiß ich, es kommt eine Fließkommazahl raus. Auch wenn ich das Ergebnis selbst gar nicht im Kopf ausrechnen kann, ich kann aber sofort erzählen, sofort sehen, das ist eine Fließkommazahl. Das kann ich eben auch für Programmstücke machen. Hier habe ich so ein Programmstück. Wenn 0 gleich 1 ist, dann addieren wir 1 und 2, ansonsten 3 mal 4. Also was kommt raus? Egal. Ich weiß auf jeden Fall, das Ergebnis ist wieder eine ganze Zahl von diesem gesamten Programmausdruck. Jetzt habe ich hier noch so ein Beispiel. Wenn 42, dann richtig, sonst 5 hoch 6. Ja, was weiß ich da? Da weiß ich schon gleich, einfach ohne dass ich mir die Werte direkt anschaue, sondern wenn ich mir nur anschaue, was für Arten von Werten ich habe, dass hier irgendwas schief gehen muss. Ja? Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Genauso, wenn ich eine Zeichenkette mit 3 mal nehmen will. Ja, was heißt denn das? Ist diese Operation überhaupt definiert? Weiß ich nicht. Der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass Programmtypen, Datentypen eben helfen können, mir Fehler im Programm zu erkennen. Ich habe jetzt schon gehört, die meisten von euch wissen offenbar schon, was Typen sind. Für die war das natürlich jetzt langweilig. Aber schauen wir mal dahinter, wie das jetzt genauer funktioniert. Also nochmal, was ist ein Typ zur Sicherheit? Ein Typ ist einfach nur eine Menge von Werten, die ich irgendwie zusammenfasse, die irgendwie eine Gemeinsamkeit haben. Und eine Datenstruktur wird aus dem Typ, wenn ich noch ein paar Operationen auf diesen Typ habe. Also was weiß ich, Addition auf den Zahlen oder eben, wenn ich kompliziertere Sachen habe, wie Listen oder so, die ich verknüpfen kann. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Kennt ihr schon, wer kennt denn schon Listen, wer hat schon mit Listen gearbeitet? Kann ich mir schon wieder eine Folie sparen. Gehen wir also gleich weiter. Wozu sind Typen gut? Da gibt es den berühmten Ausspruch von Robin Milner. Das ist ein schottischer Mathematiker gewesen, glaube ich. Oder war es ein Amerikaner, der am Schluss in Schottland war? Ich weiß es nicht mehr so genau. Der sagte, well-typed programs do not go wrong. Das heißt, Programme, die typisieren, die wohl typisiert sind, machen keine Fehler. Und das ist auch was ich aus meiner eigenen Praxis bestätigen kann. Wenn die Typprüfung gut geht, habe ich schon die gröbsten Fehler aus meinem Programm rausgeschmissen. Es gibt da verschiedene Einstellungen zu in der Informatik. Manche lehnen Typprüfungen generell ab, weil, wie ich mir das habe von einem Kollegen sagen lassen, die Programmierer sind ja schlau, das sind ja gut ausgebildete Leute. Programmierer machen keine Fehler, die wissen, was sie tun. Und wenn die schreiben wollen, wenn 42, dann meinen die natürlich, dass die Zahl 0 als wahr oder falsch interpretiert wird und umgekehrt. Oder wie war das jetzt? Keine Ahnung. Aber wie ihr ja alle wisst, wer schon mal mit einem Computer gearbeitet hat, Programmierer machen keine Fehler, von daher kann man Typprüfung generell ablehnen oder einschränken. Die Einstellung kann man vertreten. Meine Erfahrungen mit Computern sind eher anders, als dass da noch etwas zu tun ist. Und genau deshalb bin ich in der theoretischen Informatik, um zu sehen, was kann man besser machen. Es gibt Sprachen, die haben so eine teilweise Prüfung. Während der Ausführung prüfen die nochmal nach, dass sie auch mit den richtigen Typen rechnen. Was ist da der Vorteil? Naja, erstmal hat es einen Nachteil, weil ich muss, während das Programm läuft, ständig die Typen kontrollieren. Aber das Programm wird wenigstens abgebrochen, sobald irgendwas falsch läuft. Weil das, wenn ich das hier ohne Typprüfung habe, dann werden da wild Speicherzellen durcheinander geschrieben und überschrieben und der ganze Rechner stürzt ab. Wenn ich wenigstens so ein Programm habe, was eine dynamische Prüfung hat, dann kann ich wenigstens erkennen, aha, ist ein Fehler aufgetreten und kann wenigstens nur dieses Teilsystem abschalten, ohne die ganzen Rechner zu verlieren. Mein Ansatz ist natürlich die statische Typprüfung, den ich propagiere, sprich, ich suche mir eine starke Sprache aus, wie zum Beispiel Haskell, die ein sehr starkes Typsystem hat. Der Compiler akzeptiert nur Programme, die vollständig typisieren und garantiert mir, es werden zur Laufzeit keinerlei Fehler auftreten. Java ist das ein bisschen ein Mischmasch. Man hat zumindest für die Basistypen schon mal eine starke Typisierung und man hat aber trotzdem noch einen Teil dynamische Typisierung durch die Vererbung. Man weiß immer nie genau, habe ich jetzt ein Objekt von genau der Klasse oder habe ich einen Erben oder so, naja. Und dann gibt es ja noch die Sprache C, die haben zwar mittlerweile ein Typsystem, aber naja, man kann sich nicht wirklich drauf verlassen. Also es, man hat es, wenn man ein bisschen Disziplin hat, aber in der Regel kann man es vergessen. Das Tolle an den Typen ist,
dass ich mich mittlerweile gar nicht mehr selbst drum kümmern muss. Ich muss gar nicht überall hinschreiben, was hat was für ein Typ, sondern in vielen Sprachen gibt es eine vollständige Typinferenz. Der Compiler schaut sich das Programm an, kann mir gleich sagen, wo sind Probleme, spuckt die Typen aus und die Typen, wie wir vielleicht an einem Beispiel sehen werden, können einem auch gut helfen, ein Programm zu verstehen. Also was ich hier sagen will ist, Typen sind toll, vielleicht weiß es der eine oder andere schon und jetzt wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Wenn ich das also formalisieren will, was ist ein Typ, wie funktioniert das? In der Regel hat man dann solche Typurteile, da habe ich hier so ein Gamma, hier so ein Zeichen für Urteil, hier so ein E, das soll für Expression, Programmausdruck sein, Doppelpunkt A und das, wenn ich das vorlesen will, heißt es einfach, der Programmausdruck E hat den Typ A im Kontext Gamma. Was ist der Kontext? Ja, der Kontext merkt sich einfach nur die Variablen, die wir an der Stelle gesehen haben. Also sprich, wenn hier irgendwo x plus y drinsteht, naja, dann muss ich wissen, ist jetzt x und y, sind das jetzt Gleitkommazahlen, sind das ganze Zahlen oder ist es vielleicht ein überladenes Plus für die Stringkonkatenation? Keine Ahnung, deshalb muss man das hier sich in so einen Kontext merken. Der wird traditionell immer mit einem großen Gamma geschrieben, Gamma wie Kontext oder so. Keine Ahnung, ich glaube, es ist der dritte Buchstabe und Kontext fängt mit dem C an, das ist, glaube ich, der ganze Hintergrund. Und dann kann ich eben für so ein Programmkonstrukt, wie wir es gerade gesehen haben, für dieses if-then-else folgende Regel formulieren. Da sage ich, okay, ich habe if-then-else hat drei Lücken. Ja, es gibt die boolesche Bedingung, es gibt den then-Teil, wenn die Bedingung wahr ist, wird der ausgeführt und es gibt den else-Teil, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung eben falsch war. Klar. Und wann hat dieser Ausdruck einen sinnvollen Typ? Ja, sinnvoller Typ, sagen wir mal irgendein Typ, also A. Ja, genau dann, wenn in dem aktuellen Kontext, in dem ich bin, ich sagen kann, dass die Bedingung den zu einem boolischen Wert auswertet. Ja, klar, wenn hier Hello World drinsteht, weiß ich nicht, ist das wahr, ist das falsch, keine Ahnung, was soll das sein. Und wenn ich in den, also muss ich wissen, die Bedingung hat einen boolischen Typ und ich muss wissen, dass der Then-Branch und der Else-Branch jeweils den gleichen Typ haben und das ist der Typ von dem Gesamtausdruck. Ja? Damit habe ich also schon mal zwei Fehler hier draußen. Erstens, hier sehe ich, ist ein Integer, kein Bool. Kann ich also schon nicht herleiten, dass dieser Gesamtausdruck irgendeinen sinnvollen Typ hat. Und zweitens sehe ich hier, einmal muss ich das A mit String gleichsetzen, einmal muss ich das A mit einem Int einsetzen. Ja, was ist es davon? String und Int kann ich nicht zusammenschmeißen, geht also schief. Ja? Das heißt, die Regel auf den ersten Anblick sieht ein bisschen kompliziert aus, aber letztendlich steckt da gar nicht viel dahinter. Und so mache ich das eben für alle meine Programmkonstrukte und dann kann ich, hier unten schreibe ich dann das gesamte Programm hin und kann dann so einen Baum aufbauen, wo ich immer für jeden Syntaxausdruck eben hier noch einen Strich drüber ziehe und sage, okay, wie kann ich den herleiten, dass EB, also dass dieser Ausdruck ein Bool ist, vielleicht wenn es nur eine Variable vom Typ Bool ist, dann brauche ich die nur im Kontext nachschlagen, vielleicht ist ein komplizierter Programmausdruck, bei dem ganz viel passiert, wird dieser Baum halt größer. Ja? So kann man eben über diese Typsysteme reden und sprechen, indem man sie halt in solche Regeln formalisiert. Ja, Fragen dazu? Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Gut. Dann wollte ich mal den Datentyp von Listen ansprechen. Die meisten kennen es ja schon. Also es ist eine geordnete Folge von Dingen, die den gleichen Typ haben. Das ist mir wichtig. Ich kann in der Liste nicht alle möglichen Dinge zusammenschmeißen, sondern ich weiß, wenn ich ein Element aus der Liste rausnehme, welchen Typ das nächste Ding hat in der Liste. Die Listen können beliebig lang sein und ich kann damit eben Daten verarbeiten, deren Größe ich noch nicht kenne, während ich mein Programm schreibe. Ja? Normalerweise kann ich immer nur eine fixe Anzahl von Dingen merken, aber mit solchen Datenstrukturen, mit solchen dynamischen Datenstrukturen wie Listen, kann ich mir eben vieles merken. Zum Beispiel kann ich sagen, so, hier habe ich ein Beispiel für so eine Liste. Das heißt, ich habe, die Liste ist ein Container, da kommt jetzt mein Objekt an, was weiß ich, eine Zahl. Kann ich die hier in den Becher werfen
Und ich kann, wenn ein neues Objekt kommt, das einfach so stapeln. Und ich brauche immer nur einen Platz. Ja, ich brauche mir immer nur eins merken. Und ich kann aus der Liste immer wieder das oberste Element rausnehmen. Und das nächste. Nur nicht. Ans unterste komme ich nicht ran. Ich kann immer nur oben was dran tun und unten was rausnehmen. Ja, die Notation für die folgenden Folien verwende ich folgende. Die leere Liste nehme ich einfach so zwei leere eckige Klammern. Und wenn ich ein Element an eine Liste anhänge, dann mache ich das hier mit so einem Doppelpunkt. Das heißt, hier habe ich die Liste mit dem Element 2, 3 und da füge ich vorne an die 1. Ja, und dann kann ich das so schreiben oder so schreiben, das ist letztendlich dasselbe. Und da sehe ich dann auch gleich den Typ von dieser Konsoperation, die nimmt irgend so ein Listenelement, nimmt eine Liste von diesem passenden Typ und liefert mir wieder eine Liste von diesem Typ zurück. Ja, das haben wir hier, wir haben eine Zahl, wir haben eine Liste von Zahlen und das Ergebnis, so umgelesen, ist wieder eine Liste von Zahlen. Klar. Damit kann ich auch einfache Funktionen schreiben, zum Beispiel hier habe ich eine Längenfunktion, die nimmt eine Liste von einem beliebigen Typ. Also ich weiß nicht, was da in der Liste drin steht. Ich weiß aber, es ist eine Liste. Mir ist auch egal, ob das jetzt Integers, Strings oder irgendwas anderes ist, ist mir völlig wurscht. Und ich werde das abbilden in den Integer und dann kann ich das so aufschreiben, die Länge von der leeren Liste, klar, ist 0. Und die Länge von der Liste, die aus einem Kopf besteht und einem Ende, einem Tail, Head and Tail, ist 1 plus die Länge von dem Tail. Ja, wenn ich das eben ausrechnen will, was weiß ich, die Liste von der Länge ist 1 plus die Liste von dieser Länge hier, das ist 1 plus die Länge von dieser Liste hier, die Länge der leeren Liste ist 0 plus 1 plus 1 plus 1, habe ich die Länge von 3 ausgerechnet. So kann ich mit Listen arbeiten. So, jetzt haben wir aber ein Problem und das ist eben, dass ich immer nur mit dem Kopf der Liste arbeiten kann. Und manchmal möchte man aber was anderes machen, zum Beispiel man möchte eine Warteschlange haben, in der ich Dinge, die ankommen, puffern möchte, weil irgendwie die Berechnung dauert zu lange oder ich kann es noch nicht berechnen, weil ich noch auf andere Daten warte, wo ich die in derselben Reihenfolge bearbeiten möchte, wie sie reinkommen. Also first in, first out. Wer sich zuerst anstellt, kommt zuerst aus der Warteschlange raus, wird zuerst bedient. Und wer später kommt, muss sich halt hinten anstellen. Für diese Datenstruktur brauche ich zwei Befehle. Das erste ist das NQ, das Anstellen. Das heißt, da ist mein Typ auch schon wieder falsch. Da fehlt nochmal ein Pfeil QA. Das heißt, ich habe so ein Element A, ich habe eine Warteschlange und ich kriege eine neue Warteschlange, wo dieses Element A jetzt hinten angestellt wurde. Und ich habe eine DQ-Operation, das heißt, den ersten aus der Warteschlange rausholen. Dann werfe ich eine Warteschlange raus, rein und kriege als Ergebnis eben ein Paar. Das eine Element von dem Paar ist der nächste, der dran kommt und der Rest von der Warteschlange, die noch warten. So, und das möchte ich jetzt mit Hilfe von Listen implementieren. Listen ist eine primitive Datenstruktur, die ist oft eingebaut. Warteschlangen habe ich nicht immer eingebaut. Jo. Hat jemand eine Idee, wie man das machen kann? Ja? Also Moment. Hier habe ich meine, könnt ihr das alle sehen? Ja, oder? Hier habe ich mal ein paar Objekte. Jetzt kommt hier das erste an, das soll ich in die Warteschlange machen. Was soll ich damit machen? In den Container, gut. Jetzt kommt das nächste Element an. Also du meinst die Liste hier. Wir haben jetzt hier den Platz für die Liste, ist natürlich nicht leer. Und ich kann ihn aber unten drunter, darf ich nicht, das ist geschummelt. Ich habe ja nur die Listen, ich will ja gerade so eine Struktur haben, wo ich hinten anhängen kann. Ja? Neue Liste,
Also Moment, wir haben jetzt ein Element gespeichert. So, das war jetzt eine der Listen. Jetzt kommt das nächste. Was mache ich mit dem? Also, ich mache eine neue Liste auf und sortiere den da drauf, meinst du? So, und wenn dann wieder ein neues Element kommt? Okay. Kann ich den ersten Platz wieder verwenden, weil ich weiß ja, die war leer. Achso, Moment, also was soll ich machen? Hierhin. Wie viele Plätze brauche ich denn dann? Ja, ich habe aber ja nur endlich viele. Ich muss mich vorher entscheiden. Ich möchte aber beliebig viele in der Warteschlange puffern, ja? Drei Plätze. Okay, Moment, ich setze mal zurück, dann probieren wir es mal. Gut. Ah, okay. Das heißt, wenn das Neue kommt, wieder einen neuen Platz. Und dann muss ich dann irgendwie wieder umsortieren. Zack, zack. Mhm. Aber Türme von Hanoi, wer das kennt, das kann manchmal recht lange dauern. Ob das effizient wird, wenn ich da ganz viele Dinge habe? Also ich gebe mal einen Tipp, ich komme mit zwei Listen aus. Ja, wen hat man noch mit? Also Moment, wir setzen es mal wieder zurück. Gut, also wir haben. Genau, prima. Das, also ich mache es nochmal langsam. Ich habe zwei Plätze. Eine Liste ist mein Eingang. Wenn ein Element kommt, schmeiße es hier rein. Wenn wieder ein Element kommt, setze ich es einfach auf die erste Liste oben drauf. Immer so weiter, solange Elemente kommen, setze ich die gerade auf der ersten drauf. Wenn jetzt jemand sagt, okay, gib mir das erste Element, dann nehme ich die, dann gucke ich, ist der blaue Platz hier leer? Ja. Wenn der blaue Platz leer ist, nehme ich die der Reihe nach und sortiere sie um. Und dann nehme ich das erste Element raus. Wenn jetzt wieder ein neues Element kommt, ja, legen wir es hier rein. Wenn wieder ein neues Element kommt, muss es immer wieder in die erste machen. Und wenn jetzt die Abfrage kommt, gib mir das nächste, dann nehme ich das hier aus dem einfach raus. Ja? Genauso, wenn wieder ein neues kommt, alles wieder oben drauf. Okay? Soweit, so gut. Habe ich das? Ja, da haben wir es auch, dieses Beispiel nochmal. Ich habe es nochmal auf der Folie, aber im Prinzip passiert da genau dasselbe. Also, wenn was kommt, tun wir es auf die erste Liste draufsetzen. Wenn was rausgeht, nehmen wir es aus der zweiten Liste raus. Und wenn die zweite Liste leer ist, sortiere ich die einfach alle um. Ganz einfach. Hier habe ich es implementiert. Ich habe es einfach nur mal, damit man einen Eindruck hat, wie das so funktioniert. Wir brauchen dieses Umdrehen von der Liste. Das heißt, wie drehe ich so eine Liste rum? Naja, wenn sie leer ist, habe ich nicht viel zu tun. Ansonsten habe ich auch wieder hier die zwei Plätze. Ich nehme das erste Element raus, nehme es ins zweite rein. Aber ich will da gar nicht so lange drauf eingehen. Wir können uns vielleicht, wenn wir später nochmal Zeit haben, können wir uns den Code nochmal genauer angucken. Ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Wir haben den Algorithmus ja hier mit den Bauplätzen eigentlich ganz gut verstanden. Was ich mich aber interessiere, wir hatten jetzt, wenn wir zurückgehen an den Titel, wie habe ich es genannt? Komplexitätsanalyse mit Typen. Typen haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt wollen wir Komplexitätsanalyse machen. Und bevor da jemand sagt, jetzt bin ich zu weit.
Bevor da meine Kollegen aufschreien, ja, Komplexitätstheorie, hören die jetzt, das ist aber doch falsch, machst du doch gar nicht, möchte ich erst einmal die Begriffe klären. Also es gibt da zwei, wenn man von Komplexität redet, gibt es zwei Begriffe, die man nicht verwechseln sollte. Die eine ist die Komplexitätstheorie. Da fragt man sich, okay, ich habe jetzt irgendein spezielles Problem, wie schwierig ist es zu lösen, wenn ich den weltbesten Programmierer zur Verfügung hätte, egal was. Ja? Und dann ist auch egal, egal wie schnell, wenn ich den schnellsten Computer hätte oder sonst was, das ist, spielt für die Betrachtung keine Rolle, sondern man überlegt sich, okay, ich habe jetzt das Problem, wie schwierig muss es denn sein? Ja? Und da kann man erstaunlicherweise doch schon einiges sagen, also was weiß ich, ein Standardproblem, was da aufkommt, ist der Traveling Salesman, der Vertreter, sprich ein Vertreter muss in 10 Städte rumfahren und fragt jetzt, wie kann ich am schnellsten überall zu diesen Städten hinfahren, in welcher Reihenfolge fahre ich die an? Ja, das ist so ein Standardproblem, was man da hat und da kann man natürlich schon mal sagen, egal welchen Algorithmus ich habe, der muss sich auf jeden Fall schon mal die 10 Städte angucken, das heißt, der muss schon mal linear in der Anzahl der Städte sein. Und dann kann ich andere Probleme haben, die irgendwie ganz anders aussehen und die kann ich dann transformieren auf die Probleme und dann kann ich mir halt da überlegen, okay, dieses Problem muss schwieriger sein wie das Problem und so weiter und dann kann man so theoretischen Überlegungen anstellen. Was mich interessiert, ist stattdessen die Komplexitätsanalyse von einem konkreten Programm. Das sollte ich noch sagen, konstante Faktoren sind da irrelevant. Warum? Naja, da gibt es ein Theorem, das zeigt, wenn ich eben eine Lösung habe, dann kann ich meinen Computer ein bisschen mehr Speicher reinstecken, die Bitbreite erweitern von 64 Bit auf 128 und dann kann ich das Problem in der Hälfte der Zeit lösen. Das heißt, man kann da immer doppelt so schnell werden, wenn man will. Und man kann das beliebig verdoppeln, wenn ich nur meinen Computer doppelt so groß baue. Ich muss gar nicht auf eine größere Taktzahl warten, sondern einfach nur die Bits verbreitern. Das kann ich mit der jetzigen Technik schon machen. Das heißt, ich kann beliebig schnell werden um einen linearen Faktor. Und deshalb interessieren die sich nicht für solche einfachen Faktoren. Ich interessiere mich eben für die Komplexität von einem konkreten Programm und möchte eben jetzt wissen, wie schnell löst denn jetzt unser Programm auf der Maschine, die ich jetzt zur Verfügung habe und nicht eine hypothetische, die ich mal bauen könnte, wie löst sie das Problem? Und ich interessiere mich eben deshalb auch für die konstanten Faktoren. Ich möchte genau wissen, okay, wir brauchen 10.000 Arbeitsschritte, um das Problem zu lösen. Also ich interessiere mich hier tatsächlich für konkrete Zahlen. Nur um hier die Verwechslung zu vermeiden. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt möchte ich wissen, wie gut sind wir denn? Jetzt habe ich hier ein Schälchen. NQ, das soll die Kosten darstellen, die ich habe, um etwas hier in unsere Listen einzufügen. Ja, machen wir das mal. Was müssen wir machen? Also wir haben hier ein neues Objekt, kommt an, muss es in den Becher tun, das hat einen Kosten von 1. Also weiß ich, wenn dieses Schälchen soll die Kosten repräsentieren, hier tue ich hin, was ich bezahlen muss, NQ gleich 1, aha, also Kosten sind 1. Ja, scheint zu stimmen. Sieht gut aus. Jetzt schauen wir mal die Kosten vom DQ an. Was kostet? Naja, muss hier einen rausnehmen. Passt. Rausnehmen hat Kosten von 1, also auch Kosten von 1. Klar. Kontrollieren wir es nochmal, dass wir es richtig gerechnet haben. Ein rübernehmen, 1. Noch einen rübernehmen, 1. Noch einen rübernehmen, noch einer. Oh, was ist das? Und dann noch einen rausnehmen. Blöd. Jetzt habe ich einmal die Kosten von dem DQ, Kosten 1. Und einmal habe ich hier viele. Das ist blöd. Also seht ihr es gar nicht in der Kamera. Das ist blöd irgendwie. Weil ich muss, um die Kosten von dieser DQ-Operation festzustellen, muss ich
irgendwie den Zustand von meinem Programm wissen. Ich muss wissen, wie groß waren denn die Listen, wie viele Elemente habe ich denn schon in der Warteschlange. Manchmal kann man sich behelfen, indem man einfach irgendwelche Abschätzungen macht. Ich sage, oh ja, die Queue kostet maximal 5. Ja, wenn meine Warteschlange aber etwas größer geworden wäre, hätten wir 7 oder 8 oder sonst was. Also die Kosten kann ich hier auch gar nicht irgendwie abschätzen und sagen, oh, ich bin halt ungenau, kostet halt manchmal ein bisschen weniger, ist nicht so schlimm. Aber hier hängen die Kosten tatsächlich von der Größe von dieser ersten Liste ab. Und muss man sich irgendwas einfallen lassen, damit man eben nicht bei dieser Analyse eben diesen Zustand verhalten muss. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt ein echtes Programm habe und einen ganzen Computer, Register, 5 GB Speicher oder wie viel auch alles, bis ich da den ganzen Zustand erfasst habe und den ganzen Zustand irgendwie mitschleift durch meine Typregeln, war ja jetzt schon genug da, um den Bildschirm zu füllen, wird das Ganze ein bisschen kompliziert. Was machen wir? Folgende Idee. Muss man hier gerade wieder alles zurücksetzen. Die Idee ist jetzt folgende, dass ich mir Kosten aufhebe, also dass ich schon was in die Zukunft bezahle, um diese Kosten, die später dann auftreten, bei dem Umschichten zu annullieren. Und dazu sage ich jetzt, okay, nennen wir das mal A, nennen wir die zweite Liste mal B. Genug A's und B's, ja. Wenn ich jetzt so ein Element habe, dann bezahle ich 1 für das NQ und 1 hebe ich mir auf für später. Das heißt, ich muss hier noch ein für das A reinwerfen. Oder sagen wir mal, machen wir es so, NQ 1 plus A. Okay? Das heißt, wenn ich hier den reinwerfe, so, wenn ich jetzt umsortieren muss, dann kann ich durch dieses Umsortieren die Kosten bezahlen, indem ich die Münze aus dem Becher nehme. Das heißt, das Umsortieren kostet mich jetzt nichts mehr, weil ich habe es ja schon bezahlt. Das heißt, ich muss für das DQ nur noch 1 bezahlen. Allgemeiner. Ha, Moment, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Jetzt habe ich euch die Lösung verraten, eigentlich wollte ich das ein bisschen anders aufziehen. Die Idee war folgende, dass ich mir eben in diese Becher Werte reinwerfe und die Frage ist jetzt, wie viel muss ich in die Becher reinwerfen? Naja, ich kann mir Folgendes sagen, also wenn ich ein NQ mache, muss ich 1 bezahlen fürs Eintüten plus was auch immer ich in den Becher reinwerfe. Klar. Dann, wenn ich umsortiere, was habe ich zur Verfügung? Ich habe das, was ich in dem A-Becher habe. Und was muss ich bezahlen? Naja, das, was im B-Becher liegt, plus den 1 fürs Umsortieren. Und wenn ich dann hinterher ein Element aus der Warteschlange raushol, was habe ich zur Verfügung? Ich habe das, was ich bezahle, fürs aus der Warteschlange rausholen, plus dem, was in dem B-Becher drin ist. So. Und jetzt können wir mal gucken, wie man das lösen kann. Eine Lösung ist zum Beispiel, ich muss jetzt auf jeder Seite, auf der linken Seite und auf der rechten Seite gleich viele Münzen haben, damit ich da eine Lösung für hinkriege. Also schauen wir mal, ich werfe mal einen ins B rein, jetzt muss ich aber hier einen reinwerfen, weil das B ist ja dasselbe. Jetzt habe ich hier 2 Münzen liegen, müssen wir hier 2 reinwerfen. So, jetzt haben wir hier in der Reihe gleich viele Münzen, hier gleich viele. Jetzt habe ich aber in dem A was reingeworfen. Muss ich hier auch 2 reinwerfen. Hier habe ich 3, also muss ich auch 3 reinwerfen. Das habe ich jetzt erkannt. Mein NQ kostet mich jetzt 3. Ja? Einen davon bezahle ich fürs Eintüten. 2 hebe ich mir auf in meinem Becher.
Beim Umtüten verliere ich einen von den beiden, habe noch einen an der zweiten Struktur dranhängen, der bezahlt mir alles fürs DQ. Fürs DQ muss ich dann nichts mehr bezahlen. Das können wir auch nachrechnen. Also, ich habe 3 Münzen pro Element. Oder machen wir es so, legen wir mal hier überall 3 Stück hin. So, nehme ich mir das Element, die Kosten sind 3. Einen muss ich bezahlen fürs Eintüten, 2 sind übrig. Genauso kann ich das weitermachen. Einen bezahlen, 2 in Becher. Und so weiter und so fort. Einen bezahlen, 2 in Becher. Habe ich jedes Mal 3 bezahlt, sieht gut aus. Wenn ich jetzt ein DQ mache, muss ich erst umsortieren, kostet mich ein, nehme ich aus dem Becher raus. Auch hier kostet mich ein, nehme ich aus dem Becher raus. Und auch hier ein, nehme ich aus dem Becher raus. Und dann für das letzte, habe ich noch einen drin. Der bezahlt mir hier das da oben, den aus dem Becher rausnehmen. Muss ich tatsächlich nichts mehr bezahlen, um das Element rauszuholen. Was wir erkannt haben, ist letztendlich, was hier eigentlich auch schon steht, jedes Element durchläuft genau 3 Schritte. Eintüten, umsortieren, rausholen. Das heißt, pro Element muss ich, während es in dieser Warteschlange gespeichert wird, 3 Kosten von 3 bezahlen, wenn das diese Kosten hier sind. Und die kann ich zum Beispiel hier alle von Anfang an bezahlen. Oder aber, auch eine Lösung, wenn ich nur 2 bezahlen möchte, habe ich hier nur 2 zur Verfügung, kann ich in die nur einen reinwerfen, so, und dann muss ich den umsortieren. Auch eine Lösung. Ich habe in jeder Zeile wieder gleich viele Münzen liegen. Das heißt, jetzt kostet mein NQ nur 2, mein DQ nur 1 und ich habe nur in der A-Liste Münzen drin liegen. Was haben wir da gemacht? Naja, ich hatte es ja aus Versehen schon einmal gezeigt. Wir haben letztendlich uns das Programm angeschaut und ein lineares Gleichungssystem erstellt. Ja? Ich habe die Kosten für das NQ, das sind die Farben falsch, also das Rote ist das NQ, es kostet 1 plus, was auch immer ich im A-Stapel drin habe. Fürs Umsortieren muss gelten, dass der A-Stapel 1 mehr hat wie der B-Stapel und für das DQ habe ich, was auch immer im B-Stapel drin ist, plus die Kosten für das DQ 1. Und dann haben wir eben 2 Lösungen gefunden. Die erste war, ich bezahle 3 fürs Einreihen in die Warteschlange und nichts, um es rauszunehmen. Liefert uns eine Lösung. Klar, kein Problem. Oder alternativ, ich bezahle 2 fürs Einreihen in die Warteschlange und 1 fürs Rausholen. Ja? Klar? Fragen? Nö. Ist ja einfach. Mit Bauklötzen spielen kann schon mein 3-jähriger Sohn, kein Problem. Hier können wir es uns auch nochmal angucken. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, für die eine Lösung, also für diese Lösung hier hinten, haben wir 0 im B und 1 fürs A. Nehmen wir uns diese Lösung mal raus. Das heißt, die Länge von diesem Stapel muss ich immer mitführen. Ist egal, welche Objekte drin sind. Ich weiß aber, wie viele sind drin. Und die Länge von dieser zweiten Liste ist mir eigentlich wurscht. Das heißt, es ist 0. Das heißt, ich tue diesen ganzen Zustand, diesen ganz komplexen Zustand, wo irgendwelche Objekte drin sind, was weiß ich, was das darstellen will, eben abstrahieren zu einer einzigen Zahl. Und wenn ich mir dann angucke, was die tatsächlichen Kosten von jeder Operation sind und die Änderung von diesem Zustandswert, sehe ich, ich kriege konstante Kosten. Das heißt, mein NQ hat nur Kosten von 2. Einen tatsächlich, einen, um diese Zustandsänderung zu bezahlen. Und wenn ich was rausnehme, naja, was kostet mich das? Das kostet den einen hier fürs Rausholen. Und wenn ich hier umsortiere, ja, dann kriege ich hier diese 4 fürs Umsortieren raus, plus den einen, den ich da noch habe. Habe ich also für das DQ in jedem Fall eine Kosten von 1. Damit brauche ich mir den Zustand gar nicht mehr wirklich merken. Ich muss nicht mehr wissen, was ist das für ein Objekt, keine Ahnung, was da alles dranhängt, wurscht. Ich muss auch gar nicht wissen, was ist die Länge von dieser zweiten Liste, interessiert mich nicht. Ich kann das alles abstrahieren, ich kann es vereinfachen, kann es leichter auf meinem Papier nachvollziehen und schreiben und bemerken, indem ich einfach sage, okay, für diesen Algorithmus muss ich nur erkennen, dass diese Länge der ersten Liste von Interesse ist.
Ja. Das ist eben eine bekannte Methode, die nennt sich amortisierte Analyse. Das Clevere, was ich hier brauche, ist so eine Abbildung, die nennt man auch das Potential, wo ich eben dem Zustand einfach nur irgendeine Zahl zuordne. Meistens beschränkt man sich auf eine positive Zahl, also 0, 1, 2, größer. Dann muss man sehen, dass für jede Zustandsänderung, für jede Operation in meiner Maschine eben die folgende Ungleichung gilt, dass die tatsächlichen Kosten kleiner sind, in unserem Fall waren sie immer gleich, als die Änderung von diesem Potential. Ja, von den Münzen, die ich vorher beiseite gelegt habe, Münzen, die ich hinterher beiseite gelegt habe und die tatsächlichen Kosten. Plus, wir hatten hier noch so einen fixen Anteil. Ja, ich habe ja erlaubt, dass mein DQ noch ein 1 kosten darf oder so weiter. Wobei man das vernachlässigen kann an der Stelle, wenn man sagt, okay, diese Objekte kommen schon mit Münzen, die haben schon so ein Potential. Und in dem Fall, wenn ich sage, von Anfang an hatte ich diese 3 Münzen an jedem Bauklotz schon dran kleben, dann weiß ich schon, egal wie viele Elemente da ankommen, wenn ich 3 pro Element kriege, sind das die maximalen Kosten von der Sequenz von Operationen, die ich ausführen kann. Das heißt, ich tue die Kosten ein bisschen früher berechnen, aber über ein ganzes Programm kann ich eben schon abschätzen, wenn das die Eingabe ist, dann dauert mein Programm so und so lang zu berechnen oder so und so viel Speicherplatz oder whatever, don't care. Das Ganze wurde schon 85 gefunden, so in die Grundidee von einem amerikanischen Mathematiker oder Informatiker. Das wurde 98 nochmal wieder entdeckt oder zumindest wurde da ein größeres Buch drüber geschrieben, wie man das noch anwenden kann. Aber das Problem, was die damals hatten, das war noch so eine manuelle Technik. Das heißt, man musste irgendwie von alleine auf die Idee kommen, wie viele Münzen werfe ich denn in den A-Stapel rein, wie viele Münzen werfe ich in den B-Stapel rein oder hängt es noch von irgendwas anderem ab. Da muss man ein bisschen clever sein, um diese Methode für ein einigermaßen komplexes Programm anzuwenden. Und das ist eben jetzt die Erweiterung, an der ich mitgearbeitet habe mit meinem Chef Martin Hofmann, der Lehrstuhlinhaber von der theoretischen Informatik hier an der LMU. Wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, irgendwie blöd. Oder um ehrlich zu sein, wir hatten keine Ahnung von amortisierter Analyse, sondern haben nur irgendwie gesagt, wir haben hier Programme und möchten wissen, was kostet es denn, die Programme rauszufinden. Und da haben wir eben ein bisschen überlegt, kam dann auf die Idee, diese Gleichungssysteme aufzustellen, wie wir es hier oben gemacht hatten. Und naja, das war dann eben eine wissenschaftliche Arbeit, die wir dann veröffentlichen konnten und haben da eben weiter geforscht und hatten da halt ein paar Erweiterungen, eben dass man es eben automatisieren kann, dass ich mittlerweile ein Programm habe, da schmeiße ich das Programm rein, also das Programm bekommt das andere Programm, rechnet damit rum und sagt mir dann am Schluss, okay, ich brauche 3 pro NQ-Operation. Das werde ich euch auch gleich nochmal vorführen, Zeit haben wir glaube ich auch. Ich muss halt so eine Typseherleitung machen, das war schon wohl bekannt, wie man sowas macht. Ich muss lineare Gleichungen lösen, auch das ist wohl bekannt, wie man das macht, kann man effizient ganz gut lösen und kriegt daraus eben so eine automatische Analyse, ohne dass ich noch clever sein muss und hier jetzt mir im Einzelnen überlegen muss, wie viel Potenzial weise ich denn jetzt mal im gesamten Maschinenzustand zu und so weiter. Und wo haben wir es? Achso, warum ist mir Automatisierung wichtig? Wie ich das gesagt habe, das war ja einer der wesentlichen Schritte. Naja, so eine amortisierte Analyse durchzuführen, zum einen, das kann nicht jeder, das hat sich nicht jeder für interessiert. Wir haben es ja selbst nicht gewusst. Es war dann ein Kollege, der gesagt hat, ach, was ihr da macht, das ist doch eigentlich das und das und das. Und da haben wir mal genauer hingeschaut und gesehen, ja, ungefähr passt es, haben dann noch ein bisschen dran rumgedreht und tatsächlich, jetzt können wir sagen, wir machen automatische amortisierte Analyse, hurra. Wichtig ist aber, man hat diese ganzen tollen Methoden, man braucht aber eben teure Mathematiker, teure Informatiker, um sie durchzuführen. In der Praxis hat man eben nicht so viel Zeit, das Ganze wird irgendwie zusammengehackt und muss halt laufen, wird schon passen, interessiert ja nicht so. Ging ja auch eine Weile lang gut, aber die Sachen, die Programme, die man hat, werden immer komplizierter, die Geräte werden immer inhomogener, man hat jetzt da diese App-Stores für die Handys und dann hat man ein Handy von dem Hersteller, ein Handy von dem Hersteller. Gut, da gibt es jetzt Apple, beschränkt das halt, die machen nur 2, 3 Modelle und erlauben niemanden anderen rein. Andere, wie jetzt das Google Android, die erlauben jetzt Geräte von irgendwem. Und wenn ich als Softwareentwickler irgendwie was schreiben muss, ja, kann ich denn alle Android-Handys testen? Nee, keine Ahnung, ich weiß ja keiner, was es für Geräte gibt.
Das heißt, es wird immer schwieriger, mein Programm vollständig zu testen. Und deshalb brauche ich eben irgendwelche Methoden, wie ich vorher eben sicherstellen kann, dass mein Programm wirklich funktioniert. Also wenn ich mir jetzt so eine App runterladen will, will ich wissen, mein Handy, ich hatte jetzt nicht viel Geld, das hat nur irgendwie, was weiß ich, 500 Megabyte oder 1 Gigabyte Speicher oder so, läuft denn das Programm noch da? Und wenn ich dann so eine Analyse habe, die mir sagen kann, dieses Programm braucht so und so viel Speicherplatz, weiß ich das schon vorher, brauche ich nicht erst riskieren, dass mein Handy abstürzt. Und das ist auch ganz interessant. Von meiner Erfahrung her gibt es unterschiedliche Anwendungen, wo man sich so für interessiert. Also eine Anwendung, wo ich jetzt gedacht hätte, naja, was weiß ich, Flugzeugindustrie oder Autoindustrie, dass der Airbag immer aufgeht, auch wenn ich in der Linkskurve mit dem Blinker rechts fahre oder so, dass die sich dafür interessieren, nee, gar nicht mal so, weil, naja, das passiert ja selten, kommt ja eh keiner drauf und das kann man ja testen, ist nicht so wichtig. Motorola, Ericsson, die waren sehr interessiert an so Krams, weil die haben festgestellt, wenn Handy abstürzt, dann rufen die Kunden sofort die Hotline an und beschweren sich. Das verursacht Kosten, sie können nicht telefonieren, können nicht bezahlen. Die sind an solchen Methoden zum Beispiel daran interessiert, zu testen. Weil einfach sich mittlerweile eingestellt hat, bei einem Handy, ja, ein Handy muss laufen. Ja, das ist nicht wie ein Computer, der mal abstürzen kann, wo immer alle 5 Minuten neu bootet. Das ändert sich mittlerweile auch wieder mit den Handys, die wieder kompliziert werden. Ich weiß, ich hänge ein bisschen 5 Jahre der Zeit hinterher. Aber grundsätzlich ist es eben noch die Idee, dass es halt diese Methoden langsam einfach immer notwendiger werden. Und eine Möglichkeit ist eben, sie zu automatisieren. Sprich, den Informatiker, Mathematiker überflüssig zu machen, der das macht, sondern den einfachen Programmierer ranzulassen, dass der das schon von alleine kann. So, wie automatisieren wir das jetzt? Also ich spiele natürlich in meinem Büro nicht mit Bauklötzen, sondern ich mache solche Dinger hier. Jetzt hoffe ich, dass ihr das nicht versteht, sonst ist mein Job gleich fertig, wenn ihr das auf Anhieb seht. Aber im Prinzip, wenn wir mal gucken, was passiert denn hier? Warte mal, haben wir eine Regel, die ein bisschen einfacher ist? Blub. Da, das ist doch ganz einfach. Ja, also, warum muss ich hier solche Twiddles haben? Ja, Buchstaben, keine Ahnung, wie die Hälfte davon vorgelesen werden. Ganz einfach, naja, ich möchte meine Forschungsarbeit natürlich präsentieren. Ich möchte neue Forschungsgelder haben, ich möchte meinen Job sichern und so weiter. Und deshalb sind meine Kollegen alle ganz erpicht drauf, wenn ich so sage, ah, hier, Bauklötze spielen, können wir alles machen. Ja, Moment, wie geht denn das? Und hier ist doch noch was vergessen und da ist was nicht. Also muss man halt natürlich das Ganze sehr präzise aufschreiben. Und da kommt man natürlich dann in die Not, jetzt möchte ich das sagen, jetzt möchte ich das sagen. Und kann ja nicht jedes Mal irgendwelche, wenn ich in diese Regeln da Typ sei, ist schon ein ziemlich langes Wort, das kann man doch verstehen. Also kürzt man ab, nimmt Buchstaben und Symbole, die man noch irgendwie auf der Tastatur findet, zumindest auf meiner Tastatur, kann dann eben formell eben Aussagen treffen. Also was haben wir hier unten? Hier habe ich yx, das soll eine Funktionsanwendung sein. Wann hat die den Typ C? Naja, wenn ich weiß, dass dieses x so ein a ist und das y hat hier so irgendwie so ein b drin stecken und das b soll ein a-Pfeil c sein. Also wenn mir dieses y ein a nimmt und ein c liefert, dann hat der Ausdruck yx den Typ c, wenn das x den Typ a hat. Also ich stecke ein a rein, kriege ein c raus, wenn denn dieses y eine Funktion a-Pfeil c ist. Und dann habe ich hier eben diese Twiddles, die mir hier noch sagt, hier habe ich dran R-Dreieck R-Strich, das sollen die Kosten sein, die Funktionsanwendung kostet mich R, übrig bleiben davon R-Strich, weil die Funktion, wir haben ja nicht nur, dass wir hier in unserem Beispiel hatten wir nur Kosten, die positiv sind, aber es kann ja durchaus sein, wenn ich zum Beispiel Speicher deallokiere, dann habe ich auch negative Kosten, das heißt, ich kann auch wieder was zurückkommen und ihr seht schon, das kann dann immer beliebig kompliziert werden. Jedenfalls kommt das am Schluss bei raus. Wenn ich mit den Bauklötzen fertig bin. Dann muss ich natürlich noch zeigen, dass das alles Sinn macht. Und da habe ich dann sowas, das ist dann der Hauptbeweis von dem Theorem, der erstreckt sich, ja, wenn man es voll ausschreibt, so über 4, 5 Seiten. Ja, im Paper sind es 3 Seiten, wenn ich Platz habe, sind es 6, 7 Seiten. Und da hat man diese ganzen formellen Symbole, das erste hatte ich euch ja schon erklärt, diese Typisierung, die hatten jetzt noch so dieses Psi und dieses Q und Q' dran, die sagen mir was über die Kosten,
Diese Psi soll dieses Gleichungssystem sein, was wir hier oben aufgestellt haben. Das hier sind so, was ich hinterher ins NQ und DQ reingesteckt habe, also was ich reinbezahlen muss und so weiter. Dann habe ich noch so ganz andere Sachen, zum Beispiel halt, was ich, also ich muss wissen, der Typ ist wohl typisiert, dabei kriege ich diese Ungleichung raus. Dann weiß ich, ich habe eine Lösung für diese Gleichungssysteme, weiß ich auch nicht immer. Es kann manchmal sein, ich habe Programme, die haben irgendwelche Kosten, die meine Analyse nicht versteht, da kann ich nur sagen, weiß ich nicht. Wenn es typisiert, wenn ich so eine Lösung habe, dann weiß ich, das Programm wertet irgendwie sinnvoll aus, also sprich, ich habe keine Typfehler, keine Einfachung, das kann man schon mit einem anderen Theorem zeigen, das kann ich hier an der Stelle zur Einfachheit annehmen. Wenn ich weiß, dass mein Speicher irgendwie sinnvoll war, also sprich, wenn irgendwo heißt, an der Adresse finde ich eine Liste vom Typ int, dann ist da auch eine Liste von Typ int und einfach irgendein Boolwert oder so. Leider so Bedingungen habe ich und dann kann ich auch sagen, für alle, bla, und hier taucht dieses Potenzial wieder auf, kann ich eben diesen Ausdruck E auch mit diesen eingeschränkten Ressourcen auswerten. Das Ergebnis macht auch Sinn, also alles hat seinen richtigen Typ und so weiter. Und das kann ich einmal beweisen. So, was bringt mir das jetzt? Naja, kann man sich darüber freuen, kann man sich mit Kollegen unterhalten, hinterher einen trinken gehen und das feiern, super. Aber ich weiß eben auch, egal für irgendein Programm, wenn dieses Programm eben typisiert, dann sind die Kosten, die ich hier rausgerechnet bekommen habe, das sind ganz einfache Formeln in der Regel, stimmen die auch. Sprich, ich muss nicht jedes Mal nachrechnen, hat der das jetzt richtig gemacht, sondern ich habe ein für alle Mal bewiesen, wenn ich diese Methode anwende, kriege ich immer die richtigen Kosten raus. Ich habe eine Schranke an die Kosten, weil das hier Ungleichungen sind. Das heißt, ich weiß, egal welches Programm ich da reinstecke, wenn die Analyse mit dem Ergebnis zurückkommt, dann gilt die auch. Ja, und dann kann ich mich darauf verlassen, das kann ich in ein Flugzeug reinstecken und ich weiß, es wird nicht wegen Speichermangel abstürzen. Vielleicht wegen anderen Sachen, aber na gut, man weiß es nicht. Das haben wir auch mal ausprobiert mit tatsächlichen Anwendungen. Hier haben wir so ein Echtzeitregelproblem, da hat man so eine Stange und diese Stange muss man senkrecht balancieren. Und was kann ich machen? Ich kann diesen Arm so nur in so einem Kreis bewegen. Also sprich, ich kann so links, rechts, so muss ich das, ich habe jetzt leider keine Stange hier, nee, sonst meistens haben wir noch einen Zeigestock, ich muss es halt, indem ich so eine Drehbewegung ausführen habe, hochhalten. Das ist so ein Bausatz, den kann man für, ach, keine Ahnung, Elektrotechnik, keine Ahnung, irgendwo in irgendeinem Studiengang haben die das so als Standardbausatz, wo die das zusammenbauen müssen und implementieren müssen. Und da weiß man eben auch, naja, dieses Pendel senkrecht zu halten, gelingt, wenn die Software, die das steuert, eben in so und so viel Millisekunden reagieren kann auf die Änderung. Da steckt irgendein Differentialgleichung drin. Keine Ahnung, interessiert mich nicht, will ich gar nicht wissen. Es geht jedenfalls, wenn das Programm schnell genug ist. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, super, bauen wir auf, messen wir mal. Und da haben wir gemessen verschiedene Programme und eines davon, was eben schnell genug war, hat im Schnitt pro Schleife so und so viele Taktzyklen auf so einem kleinen Prozessor gebraucht, um diese Berechnung durchzuführen, um diese Motorgeschwindigkeit auszurechnen, um dieses Pendel senkrecht zu halten. Das haben wir in unsere Analyse reingekommen. Unsere Analyse sagt, dieses Programm braucht im schlimmsten Fall große Zahl an Taktzyklen, 33,7% mehr, als wir gemessen haben. Das ist okay für Zeit, das ist ein Ergebnis, da sind wir schon sehr gut. Weil es gibt ja irgendwie Sonderfälle, wenn das Pendel ganz schief steht und so weiter, dann dauert die Berechnung vielleicht etwas länger oder so, oder wenn es irgendein Zustand ist, der gar nicht auftreten kann, also in der Praxis nicht auftreten kann, aber vom Programmablauf her auftreten kann. Also sind wir mit der Vorhersage 33,7% ganz gut und insbesondere waren diese Anzahl an Taktzyklen, wenn man die man kennt ja die Frequenz von dem Prozessor, wussten wir, aha, dieses Programm, bevor wir es überhaupt laufen lassen, ist schnell genug. Weil das waren weniger als diese 10, 12 Millisekunden, die das Ding Zeit hat, sich zu entscheiden. Da haben wir noch Speicher geguckt und da konnte man das exakt vorhersagen. Das heißt, wenn ich irgendeine Regelung brauche, was weiß ich, irgendein Teil am Auto oder sonst wo, dann weiß ich genau, wie viel Speicher ich dafür brauche. Kann ich das mit der Analyse vorhersagen, ohne das überhaupt mal laufen zu lassen. Das Ganze hat hier, das war ein kurzes Programm, 200 Zeilen nicht ganz, hat 1115 lineare Gleichungen gemacht,
über 2000 Variablen, also ein dünn besetztes Gleichungssystem, das kann ich super einfach lösen. Also die Löser, die wir heute haben, die lösen sowas, halbe Millionen Gleichungen kann man noch relativ schnell lösen, das ist überhaupt kein Problem. Ihr seht ja auch, das ist schon eine Weile her, ne? Einkernmaschine, ja, egal. Und jetzt wollte ich euch das zeigen, also ich kann es auch mal vorführen, ich habe hier noch ein Beispiel. Das ist der Typ, der da rauskommt, da kann man noch nicht so viel stehen. Und da haben wir natürlich immer Probleme gehabt, das Leuten zu kommunizieren. Mittlerweile sind wir ein bisschen cleverer geworden. Wenn ich jetzt hier habe ich so eine Funktion, die nimmt eine Zahl und einen Rot-Schwarz-Baum. Das ist so eine Baumstruktur, bei dem die Knoten mal rot und mal schwarz gefärbt sind. Und da kriege ich hier so eine Schranke raus, naja, wir brauchen für dieses Einfügen 20 Heap-Units plus 10 mal die Anzahl der Knoten im Baum. Also wie viele Knoten habe ich im gesamten Baum? Plus 18 mal die Knoten aller schwarzen Knoten im Baum. Also ich kriege die Schranken eben nicht nur von den Größen vom Input, wie wir es hier hatten, wie viel ist im Stack, sondern ich kann auch sagen, okay, was steht denn an der Stelle? Ja, schwarze Knoten sind viel teurer wie rote Knoten, einfach weil dieser Algorithmus so kompliziert gestrickt ist, diesen Baum da irgendwie balanciert, so irgendwo, ist auch wurscht. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Wo haben wir es? Hier haben wir das Programm. Hurra! Also, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen genauer reingehen. Ich habe als allererstes eben hier diese Funktion, diesen Datentyp Q und eine Warteschlange besteht aus zwei Listen. Ich habe jetzt hier mal Zahlenlisten genommen, ist aber wurscht, kann man auch allgemeiner machen. Ich muss noch einen zweiten Datentyp für Paare haben, weil in unserer Spielsprache da zum Analysieren ist das leider nicht eingebaut. Dann brauche ich diese Hilfsfunktion Reverse, die hat zwei Argumente. Das ist, warum macht man das so? Naja, das ist ja, wie wir das mit diesen Umdrehen hatten. Ja, da hatten wir ja auch zwei Listen, um das umzudrehen. Wenn die erste leer ist, kann ich sagen, ich bin fertig. Und wenn die erste nicht leer ist, nehme ich den Kopf raus, tue ihn als in die zweite anfügen und tue das Ganze weitermachen. Ja, das hatten wir ja da am Anfang, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir hier diese eine Liste mit Dingern, erst rot, dann blau, einzeln einpacken. Ja, das ist dann meine erste Liste hier, ich habe den Kopf, den nehme ich raus, stelle den auf den zweiten Platz, der war leer, setze ihn vorne dran, nein, jetzt habe ich zu wenig Hände, Mist. Zweiten, rüber, tatsächlich habe die Reihenfolge umgedreht, hurra! Also Reverse haben wir verstanden, kein Problem. Dann habe ich hier das NQ, das heißt, ich habe eine Zahl, ich habe eine vorhandene Q und was mache ich? Ich füge ihn einfach an das erste an, haben wir ja gesehen. Dann habe ich das DQ, wenn die zweite Liste nicht leer ist, also sprich, ich habe hier so ein H drinstecken, naja, dann weiß ich, ich gebe zurück eben die Q, wo ich das H rausgenommen habe und als Ergebnis eben diesen Head. Ja, deshalb HT, Head, Tail, für Englisch Kopf, Schwanz. Wenn die zweite leer ist, was muss ich machen? Naja, ich muss die erste Liste eben umsortieren in die zweite rein. Also hier habe ich diesen Aufruf von Reverse mit dem zweiten Argument leer. Einmal rumdrehen bitte. Sehr schön. Und am Schluss muss ich halt das erste Element, habe ich hier diesen Case, der sagt, okay, schau dir die Liste an, dieses R, und nimm den Kopf aus dieser Liste raus und drehe sie bitte um und gib dann zurück den Kopf dieser Liste und den Rest von dieser Schlange. Ja? So, jetzt kann ich dieses Programm übersetzen. Das ist nicht ganz so komfortabel, weil das, wie gesagt, so, ich interessiere mich halt für Analysen, wie man so Compiler und Parser und so implementiert, interessiert mich nicht so viel. Deshalb ist es alles nicht so ganz so komfortabel wie eine Sprache, die mir jetzt irgendwie verkaufen würde. Das heißt, ich hab da jetzt so eine Übersetzung, da muss ich ein bisschen tippen. Und dann macht mir das aus diesem toll leserlichen Programm diesen hässlichen Blurb da. Das ist im Prinzip dasselbe. Ich kann es eigentlich noch genauso gut lesen. Was ich nur habe, ist so Annotationen drin. Zum Beispiel hier habe ich in diesem Case tauchen drei Variablen auf und so weiter. Also das ist so eine interne Repräsentation, wie man sie hat, wenn man ein Programm kompiliert. Dann tut man erstmal den ganzen, man nennt es immer Syntactic Sugar, also syntaktischer Zucker,
das, was es menschenlesbar macht. Das schmeißt man alles raus, das Ganze wird zwar aufgebläht, aber es ist leichter maschinell zu verarbeiten. Das haben wir jetzt hier gemacht. Und diesen Code, im Prinzip macht dasselbe. Also wenn wir uns das Reverse hier angucken, das ist, hier ist der Code von dem Reverse. Wenn die eine Liste leer ist, das Argument 1,1, also das erste Argument, naja, dann gebe ich das zweite Argument zurück. Das wird hier noch gematcht, mit einem Namen umbenannt. Und wenn das eben nicht leer ist, wenn ich hier ein Head und ein Tail habe, dann muss ich eben diesen Head wegnehmen und an die zweite Liste ranschneiden. Das ist hier so verklausuliert, haben die neue Namen. Das will ich gar nicht drauf eingehen, was es für Gründe hat. Jedenfalls kann ich dann dieses andere Programm analysieren. Hurra! Was haben wir hier für Lösungen? Also dann sagt er mir zum Beispiel, für das Reverse haben wir zwei Listen, die wir reinstecken, kriegen eine Liste raus und hier taucht eben die Kosten von 1 auf. Das heißt, für dieses Umsortieren brauche ich 1 in der Länge der Liste. Ja, das war das, dieses A mit dieser einen Lösung, die ich hatte, wo ich 1 reinwerfe. Ich brauche 1 in dieser A-Liste, also eine Münze pro Element in dieser A-Liste. Und das kann mir diese Analyse eben genau sagen. Und für das NQ hat er hier die Kosten von 2 raus und für das DQ hat er hier die Kosten von 1 pro Element. Achso, ja, die Liste muss natürlich, eine Münze muss drin liegen. Ja? Das heißt, er hat hier Kosten von 2, keine Ahnung, warum er hier noch ein 2 hat. Das Kostenmodell ist nicht so einfach wie da. Das heißt, der DQ kostet mich 2 plus 1 in der Länge von der ersten Liste. Das hatten wir ja, eine Münze pro Element in der A-Liste drin. Und fürs NQ hatten wir halt eben, müssen wir halt 2 bezahlen, damit wir die halt da in diese Liste reinschmeißen können. Und das können wir uns jetzt auch genauer nochmal anschauen, was diese Analyse da gemacht hat. Und zwar, blub, blub, blub. Nein. Constraints, genau. Reverse, das müssten jetzt nur für die Reverse-Funktion, die ist relativ einfach, da zeigt er mir hier oben so Kommentare, das ist das Programm, wo es herkommt, das ist die Uhrzeit, bla bla bla, annotiert der Typ, die Zielfunktion für mein lineares Gleichungssystem und hier sehe ich genau, das ist die Ungleichung, die ich habe, also wo haben wir hier eine, die ein bisschen schöner ist, hier, die können wir doch verstehen. Da sagt er, in Zeile 42, Spalte 21, haben wir hier eine Kosten von plus 1 für eine Cons-Operation. Dann hat er hier diese Variablen, da muss man dann halt dieses Gleichungssystem wieder nachvollziehen. Will ich eigentlich gar nicht wissen. Was ich hiermit nur zeigen will, ist, okay, ich kann reingucken, ich habe so ein Gleichungssystem erstellt, das Ganze kann ich auch lösen lassen. Wo ist es? Constraints solved für Reverse. Dann sieht das Ganze halt genauso aus, wo ich hier eben einfach nur überall Zahlen habe. Das meiste ist wie immer mit 0 belegt. Hier in diesem Cons haben wir tatsächlich eine dieser Variablen, hat dann eben diese minus 1. Und letztendlich kann ich dann halt hinterher hier so Werte rausholen. Ja, danke. Kann aber auch andere Sachen sagen, also was weiß ich, kann mich für die Taktzyklen interessieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Da sagt er mir hier, okay, das Reverse braucht auf diesem Renesas-Prozessor, den hatten wir damals untersucht, 589 Taktzyklen plus 865 Taktzyklen für jedes Element der Liste, die ich umdrehen muss. Ja. Also, will ich gar nicht so lange drüber eingehen. Was ich damit sagen will ist, ich habe nicht nur behauptet, ich kann es automatisieren, ich habe es tatsächlich automatisiert, auch wenn es ein bisschen kompliziert aussieht. Wir haben einen Haufen Papiere geschrieben und uns darüber gefreut. Hurra! Und als wesentliche Zusammenfassung, was ihr euch merken sollt, theoretische Informatik ist toll, weil man kann damit besser programmieren, weniger Fehler machen. Ja, ihr müsst euch immer bedenken, natürlich, wie der HTC-Programmierer da sagt, ach, Typsysteme, Blödsinn, ich bin schlau, ich kann es gut sein. Viele Leute denken, sie sind schlau, wenn wir aber sehen, wie Computer funktionieren, die meisten Leute sind doch eher durchschnittlich, das kommt mit der Definition des Durchschnitts, lernt ihr in der Mathematik. Deshalb ist es gut, wenn man so Systeme hat, die einem helfen, die einem dabei assistieren.
Typsysteme ist eins von diesen Hilfesystemen. Man kann es eben haben, um einfache Fehler zu finden. Man kann aber mit Typsystemen eben mehr machen. Man kann mit Typsystemen eben zum Beispiel auch Platz, Zeit, Speicherverbrauch und so. Oder ein Beispiel hatten wir auch noch, da hat unser Roboter irgendwie, das war so ein Flugroboter, der hat dann noch SMS verschickt und da wollten wir wissen, wie viele SMS verschickt der in so und so viel Stunden. Kann man auch damit analysieren. Das ist toll. Also mit Typen kann man viel machen. Und wenn man so eine automatische Analyse hat und ein für alle Mal diese Korrektheit formell bewiesen hat, das dauert eine Weile, ist aufwendig, aber danach kann ich die immer wieder anwenden und kann darauf vertrauen, mein Programm funktioniert. Das war's. Noch Fragen? Gut. Ja? Wir haben es A3 genannt, aber also es gibt. Moment, habe ich Internet? Ja, habe ich. Geht mit der Auflösung nicht. Wenn wir auf Mitarbeiter, bin ich da irgendwo? Sollte ich sein? Joost, genau. Ha. Wenn ich hier auf die Homepage gehe, gibt es so ein Online-Interface von dieser Analyse, von diesem Projekt. Die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da kann ich aber hier, was weiß ich, List, Tails oder Zipping, kann ich mir aussuchen. Ich kann das Programm noch ein bisschen editieren hier. Ist nicht so ganz so komfortabel, aber geht, dann kann ich es analysieren. Und könnt ihr selber mitspielen. Und dann kommen dann hier diese Analysen bei raus. Das ist, wie gesagt, noch aus dem Forschungsprojekt, nicht so ganz so schön. Ich weiß noch, finde ich das jetzt auf Anhieb, der Jan, genau, das ist mittlerweile in Amerika, der hat auch damit weitergearbeitet, der hat es ein bisschen besser gemacht. Wo ist es? Tool? Ist das das? Ne, das ist zum Runterladen. Irgendwo hier ist auch der Link. Da ist ein bisschen komfortabler. Hat er das? Documentation Section, bla bla bla, Prototype Page. Genau, muss man sich durchklicken. Kriegt man im Wesentlichen dasselbe, also hier auch so eine, man kann das Programm jetzt hier auswählen, was weiß ich, was haben wir hier, List Sort, Insertion Sort, irgend sowas. Kann das noch editieren, wenn man mag. Da sieht der Code schon ein bisschen besser aus. Und es geht jetzt in der Größe nicht. Wieso geht das nicht? Doch da. Evaluate. Ah ne, das ist Ausführen. Also da kann man es noch zusätzlich das Programm ausführen und gucken, was rauskommt. Das geht jetzt leider mit der Auflösung, die ich hier habe, auf dem Beamer nicht. Da, Infer Types. Ach, da ist der Knopf. Genau. Also da gibt es eben zwei, drei Versionen. Wie gesagt, die, an der ich mitgearbeitet hatte, das war in diesem Projekt. Die war noch nicht ganz so clever und komfortabel. Hier, die ist ein bisschen komfortabler, sagt vielleicht auch ein bisschen mehr. Kann man mit rumspielen, wenn man mag. Ist natürlich ein Forschungsprojekt. Also es ist jetzt noch nicht so, dass es irgendwo zu kaufen gibt. Ich weiß aber, also ich habe damit gearbeitet, diese Analyse. Ich habe sie jetzt für funktionale Sprachen gemacht, wie dieses Haskell, was ich halt mag, weil das mathematisch sehr schön zu machen ist, weil es meine Arbeit leicht macht. Ich habe aber auch daran gearbeitet, diese Analyse eben auf Java zu bringen und habe Kollegen in Edinburgh, die haben ein Startup gegründet, die hatten auch gefragt, ob ich da mitarbeiten will. Die wollen jetzt ein Eclipse-Plugin für Java machen, was diese Analyse oder eine ähnliche Analyse oder sagen wir mal eine Gruppe, da gibt es 2, 3 verwandte Analysen eben in Eclipse für Java zur Verfügung steht. Nachteil von denen, das ist ein kommerzielles Projekt, die wollen davon leben. Das heißt, es gibt es einfach so im Internet raus und sämtliche Forschungsergebnisse werden unter Verschluss gehalten. Ja, war dann doch nicht mein Ding. Ich freue mich so über meine Bauklötze, ich muss das einfach erzählen. Und deshalb, kommerzielle Lösung wird wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Mal schauen, was die in Edinburgh fabrizieren, wann die ihr Plugin verkaufen. Ja? Damit es ein schönes Beispiel gibt. Also hier war das einfach Zeit.
hatte ich mir vorgestellt. Das sollte Zeit sein. Das Eintüten, das Umschiften braucht pro Element eine Zeiteinheit. Aber mir ist letztendlich wurscht, ob ich Zeit oder Speicher oder irgendwas kostet, ist mir egal. Ach so, warum das in dem Beispiel Platz gekostet hat, das Umschiften? Ah, das ist, weil dieses Speichermodell keine Deallokation enthält. Kann ich auch einschalten, kann ich im Programm sagen, okay, wir nehmen die Liste beim Reverse auseinander, dann kostet es auch nichts, das können wir auch vorführen. Hoffentlich, das ist immer so, weiß ich noch die Syntax, ich glaube, da war hier ein add underscore, entweder das oder es war ein Bang. Ah, keine Ahnung, gab verschiedene Prototypen. Probieren wir es aus. Parse-Error. Nein, das war es nicht. Ich habe die Syntax vergessen. Peinlich, peinlich. Nein, krieg's jetzt nicht hin. Irgendwie konnte man dem sagen, dass er dann an der Stelle bei dem Reverse das rausnimmt. Muss jetzt nochmal nachgucken, wie da die Syntax war. Ist da? Nee, ich muss ich nachschlagen, habe schon wieder vergessen. Ist schon ein bisschen her. Und dann erkennt er auch, okay, bei diesem Reverse, wenn ich die Liste auseinandernehme, kann ich die entfernen. Deshalb Platz raus, sinkt der Platzverbrauch. Geht auch. Gut. Ja? Ja, also weil das ist ja, wie gesagt, ich, also natürlich, das sind ja Kollegen auch aus der Uni und die halten ein bisschen unter Verschluss, was sie weiterarbeiten, aber im Prinzip arbeiten die dran, die Sache rund zu machen. Das war auch eine der Sachen bei diesem Projekt, was ich da genannt habe. Der Kern der Arbeit war eigentlich gemacht, aber dann, wenn ich eine Programmiersprache habe, die jemand wirklich benutzen will, dann kann ich da nicht jedes Mal sagen, für eine Liste irgendwie sonst was hinschreiben, dann will ich eckige Klammern haben. Dann will ich ein Match haben, also wenn ich Sachen auseinandernehme, so ein Pattern-Match, das soll beliebig verschachtelt sein. Und lauter so Sachen, lauter so Bequemlichkeiten, die man als Programmierer vermisst, wenn man sie nicht hat, aber wo man gar nicht so weiter drüber nachdenkt, die haben das Ganze kompliziert gemacht. Also diese Kommerzialisierung, das steckt einen Haufen Arbeit drin. Aber die ist aus meiner Sicht nicht ganz so interessant, weil sie eben ja nicht wirklich an dem Problem weitergeht, aber halt praktische Probleme, die da zu lösen sind. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, das ist aufwendig, das muss man machen, das ist auch eine wertvolle Arbeit. Aber was mich interessiert, also ich arbeite jetzt an einer ähnlichen Analyse, wo ich eben sage, okay, jetzt das Programm, was ich hier habe, sieht aus wie Haskell. Haskell hat noch eine Besonderheit, nämlich die verzögerte Auswertung. Das heißt, wenn ich irgendeinem Programm was sage, dann macht er erstmal gar nichts. Erst wenn ich sage, ja, was ist denn die Lösung, dann tut er einen Teil der Lösung ausrechnen, soweit wie ich sie brauche. Und das macht natürlich die Analyse schwieriger, weil was man als Haskell-Programmierer macht, man tut ständig irgendwelche Listen mit unendlicher Länge machen. Weil es mir ja wurscht, was weiß ich, dann nehme ich mal die Liste aller Primzahlen her. Natürlich kann ich die Liste aller Primzahlen nie berechnen auf einem Rechner, der ja nur eine endliche Speicherkapazität hat. Da ich aber immer nur sage, okay, was ist denn die 10. Primzahl, dann rechnet der halt auch nur die 10 aus. Jetzt möchte ich dafür eine Analyse haben. Wenn ich die Analyse habe, die alle möglichen Programmabläufe durchgeht, sagt er mir ja, unendlicher Speicherplatz, nutzt nicht viel. Deshalb habe ich da jetzt geguckt und das habe ich gerade mit Kollegen aus Portugal gearbeitet, das haben wir jetzt eingereicht zur Veröffentlichung. Das ist noch eine rein theoretische Arbeit, wo wir halt sagen, okay, wir können auch diese Programme analysieren, die diese verzögerte Auswertung haben, die eben erkennen, es wird maximal nur so und so viel ausgearbeitet. Das ist jetzt eins, wo ich konkret dran arbeite. Dann eine andere Art, also ich hatte ja zwei Analysen gezeigt, eine von meinem Kollegen, dem Jan, der jetzt, wo ist er hingegangen? Wo ist der Jan hingegangen? Yale, der ist jetzt in Yale, genau. Mit dem arbeiten wir zusammen. Der hat hier das ein bisschen schicker gemacht. Hat als Vorteil, meine Analyse hat Probleme, die konnte nur lineare Schranken rauskriegen. Also sprich, 5-mal die Länge der Liste plus 10-mal die Länge der anderen Liste. Aber wenn ich sowas habe wie die Länge der ersten Liste mal die Länge der zweiten Liste, konnte ich nur mit den Schultern zuckern. Das hat der gelöst.
Aber bei seinem Problem ist, seine Programme sind einfacher, der kann nur mit First-Order-Typen umgehen. Sprich, er hat zwar Funktionen, aber keine Funktionen, die Funktionen verarbeiten. Das habe ich in meinem Ding drin. Und jetzt haben wir letztens telefoniert und haben gesagt, ja, wäre doch schön, wenn wir das mal zusammenbringen. Und da arbeiten wir jetzt dran. Also sprich, eine Higher-Order-Analyse, die auch polynomielle Schranken ausrechnen kann. Also das sind so die Dinge, mit denen ich mich halt jetzt beschäftige. Verzögerte Auswertung oder eben ja, diese unterschiedlichen Richtungen wieder zusammenzubringen. Ja? Was, Profi? War es ein Tippfehler? FIFO. Genau, FIFO, da. Ja, ZHZH auf Deutsch. First in, first out. Gut, dann noch viel Spaß hier.